Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Ich möchte euch gerne dieses Spiel hier vorstellen. Expeditions Viking. Ein vollwertiges Rollenspiel, so muss man sagen, was in Kürze, um genau zu sein, morgen, also am 27. April, herauskommt, bei Steam etwa 30 Euro kosten wird. Es ist ein Rollenspiel, das, was ja sehr selten ist in dem Genre, ein wirkliches History-Setting hat. Es spielt in der Wikingerzeit 790 nach Christus in Dänemark. Also, keine Drachen, keine Magie und so weiter. Nicht mal Low Fantasy, es ist wirklich ein History-Setting mit ein bisschen Anklang von Magie, aber alles das so im schamanischen Bereich, so ein bisschen was gibt es, aber dazu später. Ja, das ist jetzt nicht der Beginn eines langen Let's Plays, sondern eine angespielte Reihe, die dazu dient, euch die verschiedenen Facetten dieses Spiels näher zu bringen. Es gibt zahlreiche Facetten, das muss man sagen, deswegen wird diese angespielte Reihe wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher werden. Also ich möchte euch das Charaktersystem, also das zugrunde liegende Rollenspielsystem vorstellen und erklären. Das Storytelling, wie funktionieren die Quests, wie groß sind die Einflussmöglichkeiten, die man hat auf das Spiel. Und die sind ziemlich groß, muss ich sagen. Also Rollenspieler werden sich freuen können. Wir werden uns das Kampfsystem ganz genau anschauen. Es hat einen sehr interessanten rundenbasierten Kampfmodus à la, ich sag mal, XCOM. Dann gibt es noch so einen kleinen Management-Part, wo man sein Dorf aufbauen kann, weiterentwickeln kann. Und es hat noch ein Crafting-System. All das werden wir uns anschauen. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Videos es werden, aber 3, 4, 5 bestimmt. So, was wollte ich noch sagen? Ja, es gibt einen Vorgänger des Spiels, Expeditions Conquistador. Der soll so ähnlich funktionieren. Ich besitze ihn zwar, konnte ihn aber bisher noch nicht anspielen. Insofern kann ich leider nicht auf die Unterschiede dieser beiden Spiele eingehen. Dennoch habe ich schon einige Zeit spielen können, kenne mich also so einigermaßen gut aus im System. Ich habe immer noch bisher darauf gewartet, euch das zu zeigen, auf die deutsche Version, die es inzwischen gibt, wie ihr seht. Und deshalb ist jetzt der richtige Moment. Das Spiel ist schon sehr textbasiert, also es ist eher so wie so ein klassisches Rollenspiel, ich sag mal so Baldur's Gate, Neverwinter Nights oder so aufgebaut, mit viel, viel Text, mit gut geschriebenem Text auch, so dass es schon sehr schön ist, hier die deutsche Version zu haben für die Vorstellung. Logic Artists sind die Entwickler, ein dänisches Entwicklerstudio. Ja, und insofern waren das, glaube ich, jetzt die wichtigsten Informationen. Wir können einfach mal reinsteigen in ein neues Spiel, in die Charaktererschaffung. Zuerst kommt der ästhetische Teil, wie soll unsere Figur aussehen? Wir werden mal eine männliche Figur spielen. Wir können ihm einen Namen geben. Wir machen mal Zufallsnamen. Wir nennen ihn Bjalfi, das finde ich ganz cool. Und Name des Vaters Bjalfi Blaine. Passt doch schon. Das gefällt mir. Wir können dann ein Charakterporträt auswählen aus verschiedenen sehr schönen gezeichneten. Nehmen wir mal ihn hier. Und alles andere ist dann die Erscheinung der 3D-Figur, die wir dann nachher auch in der Spielwelt sehen. Die ist dann hier gesondert zu definieren. Wir machen mal eine Hautfarbe ein bisschen heller. Augenfarbe blau finde ich gut. Haarfarbe, ja, wir versuchen mal ihn so nachzuzeichnen. Nehmen wir so ein dunkles Blond. Das geht ja eher schon ins Rote hier. Oder ist das eher seine Farbe? Ja, wahrscheinlich ist das eher seine Farbe, ne? Nehmen wir die. So, wie ist er gebaut? Kräfte würde ich nicht sagen. Mittel nehmen wir. Hat er Bartstoppeln? Erstmal den Bart einstellen. Also ein Karl-Marx-Bart hat er nicht. Wir versuchen uns mal hier daran zu orientieren. Vollbart, das passt schon. Ja, Vollbart und Stoppeln sieht man nicht so richtig. Aber ich denke, warum sollte er keine Stoppeln haben? So, Frisur ist hier rasierter Undercut. Das ist mir zu modern. Den hat er auch nicht. Wir werden mal kurz, ist auch doof, keine Haare zusammengebunden. Das könnte ganz gut hinpassen, wenn ich mir die Figur hier anschaue. Okay, wie soll er aussehen? Elegant, pelzgefüttert, Tunika, einfach Leder. Wir lassen es mal elegant. Ich möchte einen eleganten Wikinger mal spielen. Vielleicht auch ein bisschen einen arroganten. Mal schauen. Armschienen soll er nicht haben. Er soll leichte Ärmel haben oder unbedeckt schwere Ärmel. Ja, leichte Ärmel passt ganz gut. Stiefel wollen wir auch nicht haben. Sandalen auch nicht. Gewickelt. Sehr schön. So, Farbe nehmen wir eine extravagante Kombination aus Grün, Rot und Gold. Und damit definiert sich dann hier auch unsere Wappenfarbe und so weiter. Also das ist Bjalfi Blaine. Und damit geht es weiter in den eigentlich interessanten Teil, nämlich das Charaktersystem, Attribute und Fertigkeiten. Also wie funktioniert das Ganze? Das will ich jetzt doch ein bisschen ausführlicher erklären.
weil das, denke ich, für die Rollenspieler unter euch eine wichtige Sache ist, was hier zugrunde liegt. Als erstes, und ich finde, das ist eine gute Entscheidung, eine gute Nachricht, es ist kein klassenbasiertes System. Ihr könnt sehr frei eure Charaktere gestalten, was richtig Spaß macht. Und zwar die wesentlichen Merkmale, die den Charakter definieren, sind die Hauptattribute, die klassisch sind: Stärke, Ausdauer, Geschicklichkeit, Wahrnehmung und Gespür. Und je nachdem, was ihr hier für Punkte verteilt, definieren sich die Möglichkeiten, die ihr bei den Fertigkeiten habt. Und meines Wissens ist es so, dass sich auch die Hauptattribute im Laufe des Spiels nicht oder so gut wie nicht mehr verändern. Das ist relativ statisch hier. Also Stärke ist Grundschaden und körperliche Resistenz. Ausdauer ist Trefferpunkte, Schadensreduktion, Blockschanz und Stamina. Dazu kommen wir nachher noch, was das ist. Geschicklichkeit ist Grundschaden mit Messer und Speeren. Stärke war Grundschaden mit Äxten und Schwertern. Sowie Chance auf kritische Treffer. Wahrnehmung ist für Fernkampfwaffen wichtig. Die Treffgenauigkeit ist da der entscheidende Faktor. Und dann gibt es noch Gespür. Das ist die geistige Resistenz und ebenfalls Stamina. Wichtig ist aber, dass die Hauptattribute auch Auswirkungen haben auf bestimmte Optionen in Gesprächen oder in Handlungen. Zum Beispiel bei Stärke kann man die Möglichkeit haben, in bestimmten Situationen Leute umzustoßen. Oder bei Ausdauer oder bei Geschicklichkeit kann man in Dialogen Überraschungsangriffe beginnen. Oder durch Wahrnehmung erhält man zusätzliche Informationen. Oder durch Gespür kann man Gesprächspartner überzeugen und so weiter. Das ist sehr schön. Da gibt es nämlich tatsächlich auch so auf Prüfungen, Fertigkeitsprüfungen auch innerhalb der Gespräche. Was wir zuletzt bei Torment gesehen haben, gefällt mir sehr gut, das System. Gut, also diese Hauptattribute definieren die Möglichkeiten bei den Fertigkeiten. Jetzt gibt es aber sowas wie, ähnliches wie Klassenvorschläge, die man hier wählen kann. Ihr seht es, was hier alles gibt. Das sind aber keine festen Klassen, sondern das ist einfach eine Kombination aus Hauptattributen und Fertigkeiten, die sozusagen dann so einen Typen vielleicht entsprechen könnten. Das ist also nur ein Vorschlag, den man dann auch anpassen kann. Ich möchte mal einen Skalde spielen, unterstützender Fernkämpfer, der spezialisiert ist auf Heilen und Gruppenverbesserungen. Machen wir das mal, wobei wir ihn so ein bisschen variieren dann noch. Unser ist nämlich kein Heiler. Dazu kommen wir noch. Also hier wird uns vorgeschlagen, Stärke 1, Ausdauer 4 und so weiter. Ihr seht das, Schwerpunkt auf Wahrnehmung und Gespür. Das hat dann entsprechende Auswirkungen auf die Nebenattribute. Ich glaube, das ist so ziemlich typisch rollenspielmäßig, darauf brauche ich nicht eingehen. Aber eine Sache will ich noch erwähnen hier. Stamina, das legt fest, nach wie vielen Stunden ein Charakter müde wird. Das hat nämlich Bedeutung auf den Reisen, die man unternehmen kann über die Karte. Dazu kommen wir dann noch. Da muss man nämlich Lager aufschlagen und schlafen und so weiter. Und je höher die Stamina, umso geringer die Müdigkeit. Das kann von Vorteil sein. So, jetzt aber zum Kernpunkt jetzt dieses ganzen Systems, nämlich die verschiedenen Fertigkeiten. Es gibt 5 verschiedene Gruppen. Waffenfertigkeiten, offensive Fertigkeiten, Unterstützungsfertigkeiten, Nutzfertigkeiten und passive Fertigkeiten. Und hier kann man jetzt Fertigkeitspunkte investieren. Die wurden jetzt schon automatisch investiert, weil wir eine Voransteinung gewählt haben, aber wir können sie auch wieder rückgängig machen. So, und jetzt ist hier zum Beispiel, wir gehen mal am Beispiel unseres Charakters, schauen wir uns das mal näher an. Wir sehen, hier sind ein paar ausgegraut, die können wir nicht wählen, weil wir die Stärke dafür nicht haben. Wir werden also keine Axtkämpfer, wir werden keine Dehnaxt schwingen können, das ist eine Zweihandaxt, und wir werden auch kein Schwert gut schwingen können. Wir können es aber im Spiel anlegen, so ist das nicht, wir können durchaus damit kämpfen, aber wir kämpfen nicht gut damit, das muss man einfach mal sagen. Insofern so ist es auch nicht angeraten, etwas anzulegen, wofür man die Fertigkeit nicht hat. So, stattdessen können wir zumindest Bogen, wir können Messer, wir können Schild, wir haben schon Stufe 2 in Schleuder, wir können Speerkampf machen oder unbewaffneten Kampf. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wir gehen mal hier auf den Schleuderkampf, dann sehen wir, dass mit den Fertigkeitsstufen, also hier gibt es bis zu 5, bestimmte Skills freigeschaltet werden, die wir dann im Kampf einsetzen können. Zum Beispiel bei der Schleuder, die bringt erstmal die Stufe 1 plus 10 Treffergenauigkeit und wir können einen Stäubling werfen, einen Pilz, der explodiert und eine Wolke aus Sporen erzeugt, die dann Deckung bietet für Fernkampfangriff. Das ist in gewisser Weise eine Art Nebelgranate, für die heutige Zeit gesprochen. So, die Stufe 2 bietet keinen extra Skill, sondern nur erhöhte Treffgenauigkeit. Die Stufe 3 bringt dann einen Streuschuss, da kann man einen bestimmten Kegel Leute treffen, die dann geplagt sind, geblendet sind oder erschüttert sind oder Gehirnerschütterung haben. Also das ist
ein Effekte auslösende Skill, kein Schaden. Und dann gibt es hier noch auf Stufe 5 eine Granate, die man schleudern kann, eine Blase gefüllt mit Öl, die sich dann entzündet, beziehungsweise brennbar wird erstmal. Also ich glaube, das ist erstmal nur Öl, was da verschleudert wird. Das muss man dann noch anzünden, glaube ich zumindest, bin mir nicht ganz sicher. So, ihr seht also, wie das funktioniert. Und sowas gibt es bei jeder Waffenfertigkeit. Beim Schild gibt es das auch. Wir können uns wappnen, wir können uns verteidigen, wir können mit dem Schild dann jemand anderes umstoßen. Mit dem Messer gibt es Sachen. Man kann einen Todesstoß versetzen, wenn jemand immobilisiert ist und so weiter. Also eine sehr, sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten mit unterschiedlichen Waffen und unterschiedlichen Fertigkeiten ganz andere Taktiken anzuwenden. Das ist, macht sehr viel Spaß nachher im Kampf, ihr werdet das sehen. Okay, was ich mal machen möchte, ich möchte unseren Schleuderskill mal herabstufen und dafür einmal Messer, ach, das reicht noch gar nicht. Doch, genau. Einmal Messer heraufstufen, wir wollen im Nahkampf nicht ganz unbedarft sein. Damit könnten wir sogar schon den Todesstoß machen. Okay, so, dann gucken wir uns mal die offensiven Fähigkeiten an. Hier seht ihr zum Beispiel zwei, die auch größer, komplexer sind, die bis Stufe 5 gehen. Das ist einmal die Zwei-Waffen-Fertigkeit. Da gibt es dann bestimmte Skills, die damit zusammenstehen. Und die Werfen-Fähigkeit. Da kann man dann Dinge werfen oder sogar andere Leute werfen. Das ist auch sehr interessant. Ansonsten gibt es einfach Fähigkeiten, die man hat oder nicht hat. Zum Beispiel Sturmangriff. Da muss man bestimmte Hexfelder überlaufen und bekommt immer mehr Schaden oder lähmen oder die Möglichkeit, das haben alle, unterbrechen, einen Tritt zu versetzen, jemanden wegzuschubsen und solche Sachen. Das ist sehr cool. Wir haben jetzt hier uns zugewiesen, das hat aber jeder frei verfügbar, das Unterbrechen, dazu kommen wir später noch. Schauen wir uns erstmal die anderen Sachen an. Unterstützungsfertigkeiten sind das, was man sich da vorstellt. Zum Beispiel hier Galda haben wir. Das nutzt Gespür und da können wir Kriegsschreie ausrufen, um unsere Gruppe stärker zu machen. Wir haben auch Heilen, aber das will ich mal herabstufen. Das möchte ich jetzt nicht bei ihm haben. Es gibt Führung, es gibt Beschützen, Fallen entdecken und solche Geschichten. Takte, Bewegung haben wir auch. Da können wir uns von Gelegenheitsangriffen lösen. Auch das erkläre ich später nochmal. Interessant hier, der nackte Arsch, verspotten. Das heißt, die Aggression der Gegner richtet sich dann gegen denjenigen, der hier den Hintern zeigt. Hexenkunst gibt es auch, das ist das Einzige, was so ein bisschen in Richtung Magie geht. Aber das ist immer noch so ein bisschen fundiert, sage ich jetzt mal. Da ist halt mit Kräuterverwendung, da kann man Gift verwenden oder Staub, Kräuterstaub pusten. Also es ist nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht ganz so Magie, sondern es hat immer noch eine Fundierung in der Welt, in der Physik. Es gibt Nutzfertigkeiten, die helfen einem dann mit der, ja, beim Reisen zum Beispiel, mit der Umgebung, beim Crafting. Hier haben wir also Kochen, wir haben, also das brauchen wir auch nicht. Erstmal nehmen wir mal herabstufen. Handwerk gibt es, Diplomatie, das werden wir mal erhöhen. Auch das schaltet neue Dialogoptionen frei, das ist ja immer sehr interessant in solchen Spielen. Bewachung, da kann man eine längere Wachtschicht schieben. Tiefer Schlaf, da kann man in einer Wachschicht länger schlafen und solche Geschichten. Jagen gibt es, Reparatur. Ihr seht, welche Vielfalt dieses Spiel bietet. So, lasst uns doch das letzte angucken. Das sind passive Fertigkeiten. Das sind so Einzelfertigkeiten, die man hat oder nicht hat. Die bringen einfach dann bestimmte Boni mit rein. Was mir ganz gut gefällt für unseren Charakter, ist hier zum Beispiel unauffällig. Halbiert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Feind den Charakter angreift. Also das heißt, dann wird ein anderer der Gruppe angegriffen. Das passt hier für unseren Typen ganz gut. Wir können Läufer sein, wir können dickhäutig sein, Sexist können wir sein, Angriffe gegen das andere Geschlecht machen 10% Schaden. Das finde ich auch ganz schön, aber wir haben nicht mehr die Punkte. Nehmen wir mal Scharfschütze, das ist auch in Ordnung. Okay, gut, also ihr seht, sehr interessant, sehr vielfältig. Das haben wir aber erstmal eingestellt und ich denke, wir schauen dann jetzt mal in die Geschichte rein. Also, wir schauen nicht noch rein, sondern wir spielen schon noch ein Stück, weil ich euch ja die verschiedenen Aspekte wirklich zeigen will und die entfalten sich dann so mit der Zeit. Aber man lernt das relativ gut kennen, so in den ersten ein, zwei Spielstunden. Wir machen mal fertig. So, wir haben noch einen Punkt, den können wir aber auch später verbrauchen. Ach so, was ich noch sagen wollte, es gibt keine Level, es gibt keine Erfahrungspunkte, sondern man kommt bei Bestehen, bei Erledigen von bestimmten Quests, von bestimmten Geschichtsabschnitten, bekommt man Fertigkeitspunkte, die man dann einfach neu verteilen kann und so die Gruppe dann verbessern kann.
Also, wir haben das erstmal abgeschlossen und jetzt kommt so eine kleine Einführung in die Geschichte, deswegen halte ich jetzt mal die Klappe. Your father was a great warrior and a good husband, but he was not a strong chieftain to his clan. As he travels to join his brothers in the halls of Valhalla, you must take his place. Our clan is beset by petty squabbles. Some amongst our people would contest your claim to leadership, as they saw discord our neighbors plot against us. Gather your most trusted clansmen. Together you will face dangers which none can predict. You will be challenged on your leadership, your resolve, your wisdom. Build a ship and take your housecarls across the sea. Power and strength for our clan must be sought outside the Norselands. If you show yourself to be bold, the gods will follow you into battle. Your legacy will live for a thousand years beyond your time. Our clan must prevail. Ja, Expeditions Viking. Also da seht ihr schon, in welche Richtung das gehen wird. Wir sind also ein Sohn, der jetzt diesen Clan übernehmen wird. Unser Vater ist gestorben und dementsprechend Schwierigkeiten stehen uns bevor. Odin, steh mir bei in meinen Mühen, die Kämpfe einer vergangenen Zeit einzufangen als schimmerndes Licht auf Glas. Es ist der Abend nach der Bestattung deines Vaters. Wenn du die Augen schließt, siehst du noch sein brennendes Schiff in der Dunkelheit leuchten. So weit im Süden ist dieses Ritual eher unüblich, doch deine Mutter Astridere, die aus dem Land der Gauten stammt, hat darauf bestanden. Alle Tanen der benachbarten Clans sind zu dem Festmahl erschienen, das du zu seinen Ehren veranstaltest. Dein Vater war vielleicht nicht der erfolgreichste Tane, aber als Krieger haben ihm viele Respekt gezollt. Die Gäste strömen in das Langhaus deines Vaters, in dein Langhaus. Die Tanen haben den Vortritt, jeder von ihnen kommt in Begleitung einiger Krieger. Deine Mutter beugt sich vor und flüstert dir ein paar Ratschläge ins Ohr, bevor sie sich setzt. Du solltest die Tanen einzeln begrüßen, bevor das Festmahl beginnt. Hör gut zu, was sie sagen. Die wenigsten von ihnen sind an einer reibungslosen Amtsübernahme interessiert. Es ist wichtig, dass du erfährst, wie sie zu dir stehen. Okay. Und damit beginnt unsere erste Aufgabe. Hier sind wir, ihr seht es. Wir können nah ranzoomen, ein bisschen rauszoomen. Ansonsten, der Winkel lässt sich nicht verändern. Ihr seht es also relativ klassisch, allerdings kein gezeichnetes Spiel, sondern 3D gewissermaßen. Also nicht so wie Tyranny oder Pillars of Eternity oder Baldur's Gate, sondern so ein bisschen wie Neverwinter Nights würde ich es vielleicht fast von der Grafik-Engine vergleichen. Natürlich deutlich moderner. Ja, und wir sehen hier schon unsere derzeitigen Aufgaben hier oben zusammengefasst. Das kann man allerdings, wenn man das möchte, auch ausblenden. Und ihr seht hier mit so goldenen Schildchen, das sind die Charaktere, ja, mit denen wir reden können, die irgendwie was Interessantes, Questrelevantes zu sagen haben. Auch das, wenn einem das zu modern, MMO-mäßig erscheint, auch das kann man ausblenden. Wir lassen es jetzt erstmal an. Wir sehen, wir haben eine Hauptaufgabe jetzt, uns einfach neben unsere Mutter zu setzen. Ja, das ist relativ simpel. Da ist sie nämlich. Und optional können wir mit den Taten sprechen. Das machen wir natürlich. Wir wollen ja ein bisschen erfahren, wie jetzt hier die Stimmung ist im Festsaal bei unseren Nachbarn. Also, beginnen wir mal mit Skule Schädelspalter. Skule Schädelspalter ist der Tarn von Yelling. Sein Land grenzt an deines an. Yelling ist ein weitflächiges Gebiet und Skule ist einer der mächtigsten Tane in Jütland. Yelling ist unter seiner Herrschaft aufgeblüht. Da haben wir ihn. Skule stößt sich mit dem Fuß vom Tisch ab, sodass sein Stuhl knirschend über den Holzboden rutscht. Sein Blick lässt aufrichtiges Mitleid erkennen. Bjalfi, mein Junge, das mit deinem Vater tut mir so leid. Wenn das Volk von Yelling irgendetwas tun kann, um euch in diesen schweren Zeiten zu unterstützen, zögere nicht, mich zu fragen. Das ist sehr freundlich von dir, Tane Skule. Selbstverständlich. Wir müssen alle zusammenhalten gegen die Bedrohung aus Franken. Skule lehnt sich zu dir herüber, den Ellenbogen auf den Tisch gestützt. Erzähl mal, was hast du denn so vor? Wie wirst du deinen Clan anführen?
Tja, jetzt gibt es verschiedene Sachen, was wir sagen können, was wir ausbauen wollen, was wir bauen wollen. Aber wir halten uns mal ein bisschen bedeckt. Für Pläne dieser Art ist es noch zu früh. Skule grinst. Nach außen hin eine joviale Geste, aber es steckt noch etwas Tiefgründigeres dahinter. Okay. Achtung. Ja, natürlich, du darfst keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Nimm dir ruhig etwas Zeit, dich an alles zu gewöhnen. Möglicherweise wollte er uns ausspionieren. Er seufzt tief und lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Bestimmt weißt du, dass ich vor vielen Jahren mit deinem Vater Seite an Seite gekämpft habe. Wir waren zwei vom selben Schlag, er und ich. Im Gegensatz zu seinen Brüdern hatte der Mann eine echte Schwäche fürs Kämpfen. Lass dir eins gesagt sein, Bjalfi, wahre Bande entstehen nicht durch Blutsverwandtschaft, sie werden in der Schlacht geschmiedet. Aufgrund meiner Verbindung nach Kaupang hatte er mich um Rat gefragt, bevor er zu seiner letzten Reise aufbrach. Ich hätte ihn noch mehr davor warnen sollen, auf was er sich da einlässt. Was hat Kaupang damit zu tun? Die Wikinger aus der Gegend um Kaupang waren bereits auf den Inseln jenseits des Meeres. Ich habe von ihnen viele Geschichten darüber gehört, weil ich dort oft Handel treibe. Dein Vater wollte herausfinden, ob die Geschichten wahr sind. Ach, aber ich habe dir schon zu viel Zeit gestohlen. Ich weiß, du musst dich ja auch um die anderen Gäste kümmern. Vielleicht sprechen wir später weiter, wenn wir etwas betrunkener sind. Skule nickt mehr zu sich selbst als zu dir und wendet sich dann wieder den Speisen auf seinem Tisch zu. Okay. Das war Skule. Wir haben mit dem ersten Tarn gesprochen. Wir gehen mal hier rüber und quatschen mit Halfdane Salmundason. Oh ja, der sieht ja auch gemütlich aus. Halfdane ist der Tarn eines etwas größeren Clans und euer östlicher Nachbar. Sein Blick ist feierlich und als du auf ihn zugehst, nickt er ernst. Blaine ist jetzt in Valhall, Bjalfi. Daran besteht kein Zweifel. Er starb bei etwas, das er liebte. Doch während er nur mit den Helden feiert, musst du dich um den Scherbenhaufen kümmern, den er hinterlassen hat. Da wird einiges auf dich zukommen. Du sprichst schlecht über meinen Vater auf seinem eigenen Leichenschmaus? Der alte Häuptling hebt die Hand. Aber nein, dein Vater war ein wahrer Meister in dem, was er liebte, dem Kämpfen. Das Dorf war ihm völlig egal und ich bin sicher, diese Bemerkung würde er mir nicht einmal übel nehmen. Mit dieser Gleichgültigkeit machte er sich so manchen im Clan zum Feind. Du hast doch nicht etwa erwartet, dass dein Führungsanspruch widerstandslos akzeptiert wird. Okay, jetzt kriegen wir eine Ahnung von den Problemen, die da wahrscheinlich auf uns zukommen werden. Ich bin der rechtmäßige Tane. Falls jemand anderer Meinung ist, werden wir das auf traditionelle Art klären. Nee, wir machen das mal anders. Wir sind ja nicht der große Krieger. Keiner in diesem Clan wäre ein besserer Anführer als ich. Wir sind so ein kleiner Angeber, müsst ihr wissen. Ich werde alle von mir überzeugen. Verdammter Mist, hoffentlich hast du recht. Jedenfalls kann dir keiner nachsagen, dass du nicht weißt, wie man ein verdammt gutes Gelage veranstaltet. Halfdane leert seinen Becher in einem Zug, dann knallt er ihn auf die Tischplatte und lässt sich von einem Sklaven nachschenken. So. Alle anderen Charaktere haben übrigens auch Namen, wie ihr seht. Das finde ich ganz schön. Es gibt keine No-Names. Das ist immer ein Zeichen für liebevolles Gestalten. So, was geht's hier los? Wo ist denn eigentlich? Keine Ahnung. Gute Frage. Ich habe sie den ganzen Tag noch nicht gesehen. Es ist kein gutes Zeichen, dass sie der Trauerfeier für ihren Tarn fernbleiben. Okay, stimmt. Ich frage mich, was das soll. Also irgendjemand ist nicht gekommen. Wir sprechen mal mit den beiden Leuten. Das sind, glaube ich, Dorfbewohner. Keiner von den Tarnhauptlingen. Rurik Blindson. Ah, das ist unser älterer Bruder. Dein älterer Bruder Rurik hatte schon immer einen Hang zu Musik. Er blickt auf und... wir sind auch baden. Naja, er blickt auf und schenkt dir ein herzliches Lächeln, als du auf ihn zukommst. Gott gewellt, Bruder. Rurik grinst. Ich meine, verehrter Tane. Wie geht es dir? Gut, wir können uns selbst ein bisschen kritisch äußern. Mir geht es gut, Rurik. Ich bin sicher, dass unser Vater jetzt in Valhall ist. Rurik lächelt. Seine leise Stimme geht im Lärm des Festmahls beinahe unter. Ganz bestimmt. Odin wäre ein Narr, wenn er einen Krieger wie ihn nicht bei sich aufnehmen würde. Okay, wie haben sich die Leute dir gegenüber denn verhalten? Jedermann weiß, dass du der bessere Krieger bist und auch ein willensstärkerer Mann als ich. Niemand will mich als Tarnen haben. Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Clan genauso froh darüber ist, dass du das Zepter übernommen hast wie ich selbst. Ich muss jetzt meinen Pflichten als Gastgeber nachkommen, wir sprechen uns später.
Dein Bruder grinst dich frech an. Benutz einfach unser altes Signal, wenn du Hilfe brauchst, dich aus einem Gespräch mit einem anderen Tarnen herauszuwinden. Alles klar, Bruderherz? Gut. Ich weiß nicht, ob das nur gespielt ist oder ob er sich wirklich uns zu uns erordnet. Auf jeden Fall erstmal öffentlich stellt er hier keinen Anspruch. So, hier haben wir Ketil. Busy entertaining your guests? Ja, Ketil steht etwas abseits und trinkt Met aus seinem Horn. Der junge Jäger scheint das Fest mal amüsiert zu beobachten. Als du auf ihn zukommst, nickt er respektvoll. Viel zu tun als Gastgeber? So viel wie erwartet. Warum stehst du denn hier so alleine herum? Ketil zwinkert verschwörerisch. Ich suche mir jemanden aus, mit dem ich Streit anfangen kann. Ich möchte, dass dieses Fest mal in Erinnerung bleibt. Und die beste Möglichkeit dafür ist doch, es durch einen ordentlichen Kampf aufzuwerten. Aber Spaß beiseite. Hast du Skules Huskals da hinten in der Ecke gesehen? Redgerda und Skaki, von denen habe ich schon jede Menge Geschichten gehört. Nefja wittert anscheinend auch Ärger, deshalb halte ich mich lieber mit dem Met zurück und halte die Augen offen. Okay. Das ist nett von dir, man kann nicht vorsichtig genug sein. Er nickt in Aslafs Richtung. Wo wir gerade dabei sind, behalte den dicken Tölpel da hinten im Auge. Er und seine Freunde tuscheln schon den ganzen Abend miteinander. Es könnte sein, dass da etwas im Busch ist. Aslaf gehört zur Familie. Er würde mich nicht angreifen. Ketil zieht eine Augenbraue hoch. Er plant gewiss keine Hinterlist, aber es ist doch mittlerweile Tradition, dass eure Familien sich darum streiten, wer auf dem großen Stuhl sitzen darf. Aber wir sind hier auf deinem Festmahl. Ich beobachte Aslafre und seine Freunde und du entspannst dich einfach und genießt den Abend. Den meint er hier, glaube ich. Ja, Aslafre. Wir können mal mit dem auch nochmal quatschen. Aslafre ist ein entfernter Vetter. Seit Generationen wird der Anführer des Clans mal von deiner, mal von seiner Seite der Familie gestellt. Er ist als geschickter Krieger und fleißiger Arbeiter bekannt. Aslafre sitzt bei seinen beiden besten Freunden. Als du auf ihn zukommst, blickt er vom Tisch auf. Seine Freunde bemerken dich gar nicht, sein Ton ist respektvoll, aber etwas unterkühlt. Unser Beileid wegen des Todes deines Vaters. Zumindest ist er so gestorben, wie er es sich wohl gewünscht hätte. Heute Abend wird er an der Tafel der Götter speisen. Danke. Ich hoffe, es herrscht kein böses Blut zwischen uns. Aslafre scheint einen Moment darüber nachzudenken, bevor er antwortet. Es ist kein Geheimnis, dass ich mit dem Führungsstil von Blaine nicht einverstanden war. Angesichts dessen frage ich mich auch, was dir das Recht gibt, sein Nachfolger zu werden. Aber das Festmahl findet ihm zu Ehren statt, deshalb werde ich heute Abend weder schlecht über ihn reden, noch deine Führungsansprüche in Frage stellen. Okay, also der scheint hier Ambitionen zu haben. Du glaubst also, du sei... Na, nee, lass uns mal die Diskussion nicht heute Abend führen. Ich danke, dass du diese Dinge zu trennen weißt. Aslafre nickt nur kurz, dann wendet er sich wieder seinen Kameraden zu. Gut, dann sprechen wir mal mit dem letzten Tarn hier und dann setzen wir uns neben die Mutter. Von deinen Gästen ist Ragnhild die einflussreichste. Als Vasall von König Sigurdre Hingere ist sie die derzeitige Herrscherin von Dänemark. Sie ist aus Ribe angereist, dem Handelsknotenpunkt im Süden, wo sie als Jarl eingesetzt ist. Das ist sie, die Gute. Sie nickt höflich, als du auf sie zugehst. Das war eine wunderschöne Zeremonie, Bjalfi. Auch im Namen von Ribe und des Königs spreche ich dir unser herzliches Beileid aus. Du musst wissen, dass ich ihm davon abgeraten habe, die Inseln jenseits des Meeres zu besuchen. Wir alle haben die Geschichten von den ungeschützten Küsten und ihren Schätzen gehört, aber es ist dort gefährlicher, als uns die Gerüchte glauben machen. Also es ist offensichtlich von den britischen Inseln die Rede. Das? Es hat mich nicht überrascht, dass er dort sein Ende fand, aber ich bin froh, dass er wenigstens mit dem Schwert in der Hand starb. Hast du Blaine gut gekannt? Ich kannte ihn noch als Krieger. Wir kämpften zusammen in der Braval-Schlacht und ich habe ihn als raffinierten Taktiker in Erinnerung behalten. Wenn dein König dich braucht, wirst du ihm hoffentlich ebenso gut dienen wie einst dein Vater? Ja, ich würde mal sagen, wir sagen mal ja. Als junger Tarn brauchen wir jede Unterstützung. Ich werde ihm dienen, ihr habt mein Wort. Ja, Ragen nickt einmal. Ich bin froh, das zu hören. Unser König wird diejenigen, die ihm in der Schlacht beistehen, nicht vergessen. Okay, danke, dass du die Einladung angenommen hast. Danke, dass du uns mit deiner Anwesenheit beehrst. So, und in diesem Moment hat sich unser Ruf in Ribe um 1 erhöht, wie ihr seht. Also es gibt auch ein Rufsystem in den verschiedenen Orten, die wir erreichen können. Haben wir unterschiedlichen Ruf. Das ist ja auch noch sehr wichtig. Selbstverständlich, das Schwert deines Vaters wird uns schmerzlich fehlen gegen die Franken. Okay, wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss nach meinen Gästen sehen. Genieße das Festmahl.
Die alte Schildmaid lächelt. Sie lehnt sich anmutig zurück in ihren Stuhl und spießt mit ihrem Messer ein großes Stück Brathuhn auf, das sie daraufhin auf ihren Tellern fallen lässt. Okay. So weit, so gut. Scheint erstmal keine offene Feindschaft, sag ich mal, von den anderen Tarns zu sein. Wir sprechen nochmal mit Nefja. Und dann gehen wir zur Mutter. Hier haben wir Nefja. Nefja ist eine deiner ältesten Freundinnen. Eure Familien standen sich immer schon nah und ihr seid zusammen im Dorf aufgewachsen. Sie hat deiner Mutter gerade Met eingeschenkt. Hier bitte, das Festmahl scheint recht gut anzufangen. Es ist schön, dich einmal in etwas anderem als deiner Rüstung zu sehen. Nefja schnaubt sarkastisch. Du hast doch meine Schwester schon in diesem Kleid gesehen. Wo ist da der Unterschied? Nefja schließt die Augen und reibt ihren Nasenrücken mit dem Finger. Bei den Göttern. Sie hat sich so darauf gefreut, mich einmal so zu sehen. Sie lag mir ständig damit in die Ohren. Ja, wo ist denn Euphura? Euphura. Nefjas Stimme bekommt einen bitteren Unterton. Meine arme Schwester hat schon wieder Fieber. Sie ist so ein zartes Geschöpf. Dieses ewige, nasskalte Wetter setzt ihr wirklich arg zu. Mutter ist zu Hause geblieben, um sie zu pflegen. Okay. Wir können sie jetzt noch nach den Gästen fragen, aber das kürzen wir jetzt mal ab. Wir sprechen später weiter. Ich muss mich jetzt wieder meinen Pflichten widmen. Viel Glück. So, dann ist jetzt der Moment gekommen, wo wir uns hier platzieren. Als alle Gäste eingetroffen sind und einander begrüßt haben, wird auf deinen Vater angestoßen und mit dem Festmahl begonnen. Die Tafel ist randvoll mit Speisen gedeckt und der frisch gebraute Met fließt in Strömen. Als, ja, jetzt geht Ketil raus. Okay. Du hörst dir Nefjas übliches Gemecker über ihre Mutter an, als Ketil plötzlich aufsteht und sich diskret aus dem Langhaus schleicht. Draußen hörst du das Scheppern heruntergefallenen Geschirrs, dann das Geschrei einiger Männer. Unmittelbar darauf wird die Tür aufgestoßen und Otter Erlingsson steht mit gezogenem Schwert im Eingang. Draußen siehst du seine Brüder, die sich über den auf dem Bauch liegenden Ketil beugen. Otter betrachtet den Festsaal voller Abscheu. Welch prächtiges Festmahl für so einen beschissenen Tarnen. Otter hat dich entdeckt und richtet anklagend die Schwertspitze auf dich. Bialfi, deine Familie hatte die Chance, sich unseren Respekt zu verdienen, aber du hast sie vertan. Komm raus und verteidige deine Ehre, oder wir brennen den Saal nieder. Nefja springt mit gezogenem Messer auf, ihre Stimme brodelt vor Abscheu. Otter, du elender Trunkenbold, wie kannst du es wagen, die Ehre deines Tarnen anzugreifen, noch dazu während seines eigenen Festmahls? Deine Familie wird dafür zahlen. Otter hat dir den Rücken zugedreht und ist bereits auf dem Weg nach draußen. Die Gäste sehen dich alle erwartungsvoll an. Deine Mutter beugt sich vor und flüstert dir ins Ohr. Du musst darauf reagieren. Wenn die anderen Tarnen den Eindruck bekommen, dass du mit einem derartigen Anschlag auf die Ehre deines Vaters nicht zurechtkommst... Okay, das werde ich nicht hinnehmen. Nefja, bist du dabei? Ein Schatten fällt über Nefjas Gesicht. Bei den Göttern. Diesmal wird er uns keine andere Wahl lassen, als ihn zu töten, nicht wahr? Gut. Und damit haben wir ja einen ersten Konflikt hier. Erstmals müssen wir um unseren Anspruch, hier Häuptling zu sein, kämpfen. Das findet natürlich draußen statt. Als erstes müssen wir dann im Waffenständer unsere Waffen holen. Liebe Freunde, aber das machen wir dann beim nächsten Mal und dann lernen wir auch das Kampfsystem schon mal etwas kennen. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.